Willkommen bei der Silver RC. Ein riesengroßer Karton hat mich heute erreicht und ich habe nicht mal was bestellt. Woran liegt das? Ja, der gute Herr Schönzchen von Spielzeug-Appen.de und Tenshark Motors hat mir was ermöglicht, worauf ich mich wahnsinnig freue und worüber ich mich auch wahnsinnig freue. Daher mal einmal ganz, ganz großen Dank an den Alex. Coole Sache von dir und auch an den Herrn Pasch von Tenshark Motors, die es mir ermöglicht haben, das hier euch zu zeigen. Heute das Unboxing und ich hoffe, wenn das Wetter mitspielt, relativ schnell auch das erste Fahrvideo. Kameramann hat sich schon gefunden, der da total heiß drauf ist. Wollen wir mal schauen. Aber Tenshark macht doch gar keine Autos. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das ein Auto ist. Tenshark macht ziemlich brutale Motoren, das wisst ihr ja von mir. Aber Tenshark macht vor allem auch Boote. So, und jetzt haben wir ein Problem, weil das ist hier mal wieder alles voll mit Karton. Also, so könnt ihr das auch sehen. Ich lese mal ein bisschen vor. Da ist wohl eine Radio drin, also eine Funke ist wohl bei. Das Ding ist natürlich brushless, ist ja ein Tenshark. CNC-gefräste Ruder und so weiter. Und es hat halt Flutkanäle. Das heißt, an der Oberseite sind Kanäle, die sich mit Wasser füllen, damit sich das, wenn es auf den Kopf liegt, wieder umdreht. Ja? Und das ist schon eine coole Sache. Ich bin allerdings jetzt überhaupt kein Bootprofi. Das heißt, wenn du jetzt dich mit Booten auskennst und dich gleich totlachst, dass ich davon nicht so viel Plan habe, hast du recht. Aber man soll ja auch mal was Neues probieren. Was machen wir heute? Wird ein interessantes Wochenende. Für mich. Alle. Hier ist alles drin. Ein bisschen Folie. Hier ist die Anleitung, die ich noch aufmerksam durchlesen werde. Also meine ich auch wirklich ernst, die werde ich definitiv aufmerksam durchlesen, weil von dem hier habe ich jetzt leider keine Ahnung. Beim Auto ist das jetzt alles nicht so schwer. Ein sehr schönes Polster hier. Verpackung ist top. Ich habe nicht gelogen, es ist wirklich eine Funke dabei. Da war ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Das jetzt mal ganz vorsichtig hier hin. Nicht schlagen dafür. Ich kann mir vorstellen, was hier drin ist. Deswegen machen wir das zuerst auf. Richtig. Hier ist der Stand drin, der ja gar nicht mal so ganz unwichtig ist. Oh, schön. Das ist, glaube ich, Balsaholz oder so. Auf jeden Fall ein schön leichtes Holz. Das wird zusammengesteckt. Ich fühle mich wie bei Ikea gerade. Hier oben schön mit Schaumstoff. Okay, da muss ich mal gucken, wie das jetzt genau zusammengebaut wird. Das ist so nicht richtig. Aber das reicht uns ja erstmal. Machen wir hier mal aus. Bin vorsichtig.
äußerst gut verpackt. Äußerst gut verpackt. Oh, perfekt. Ganz ehrlich, super. Also, bin gerade sprachlos, wie ihr merkt. Ich drehe euch das Ganze mal, dass ihr das schön sehen könnt. Pack diese Folie hier mal ein bisschen zur Seite. So. So, wie gesagt, das wackelt jetzt ein bisschen. Ist nicht alles perfekt zusammengebaut. Hier haben wir das Häubchen für den Fahrer. Es wird, so wie ich das auf den Bildern gesehen habe, geschraubt. Ja, wird geschraubt. Kommt hier drauf. Häubchen. Ein Beinplug ist hier noch drin und die paar Schräubchen dafür. Hier ist noch ein bisschen Tape drin. Eine Welle, so wie das aussieht. Eine zweite Schraube, ein Inbusschlüssel und ein paar Winkel, wahrscheinlich für den Ständer. Hier ist die Funke. Sieht fast aus wie die. Also ist alles sehr, sehr gut eingepackt, wie ihr gerade seht. Ja. Es ist eine relativ einfache Funke. Die fühlt sich aber gut an. Die fühlt sich sehr, sehr gut an. Kommt 4 AA Batterien rein. Da hatte ich schon deutlich schlechtere Funken. Auch schön einstellbar hier. Ja. Nett. Nett. Vor allem nett, dass sie dabei ist, ne? Braucht man keine Funke dazu kaufen. Das ist magnetisch. Finde ich cool. Ja, hier sieht man jetzt den Motor. Hier ist ein XT60 schon dran. Das muss ich leider ändern auf XT90, weil ich habe keinen XT60 Akku. Aber das ist ja nicht das Problem. Lieber zu groß als zu klein. Das ganze Ding hat eine Wasserkühlung, was ich auch schon wieder ultra cool finde. Ich stehe auf so Zeug. Ja. Ja. Hier steht eine 67 drin. Scheinbar habe ich jetzt irgendwie die Nummer 67 oder sowas bekommen. Oh ja, und der hat richtig Drehmoment. Oh, Tenshock Motors halt. Schön abgedichtet hier mit Fett. Das ich jetzt am Finger habe. Ganz toll. Antenne liegt hier auch. Hier drin. Also ist alles fertig verbaut. Man braucht wirklich nur noch den Akku reinstecken. Und quasi losfahren. Man sollte sich allerdings, habe ich gestern den Tipp bekommen von einem Modellbaufreund, mal einmal die Anleitung vorher durchlesen. Ja? Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ich komme jetzt mal einmal auf die andere Seite, damit ihr mal einmal wunderhübsche Boot gucken könnt. Bin da echt von begeistert. Sekündchen. Jetzt habe ich hier natürlich die ganzen Kartons hingeschmissen. Auch schon wieder eine clevere Aktion von mir. So. Einmal das Display drehen. Ja. Dieses schöne Blau. Das nennt sich, habe ich von meiner Freundin gelernt, Petrolblau. Mag ich wohl ganz gern. Hier ist das Akkufach. Auch mit diesem Holz, auch wieder schön eingelasert, eingebrannt, wie auch immer, der Tenshock-Schriftzug, der auch hier zu sehen ist. XT60, so wie ich sagte. Da ist der Regler zu sehen. Da ist auch der Motor zu sehen, der schräg steht und der dann halt auf die Welle geht. Ja. Hier nochmal schönes CNC-gefräste, alles top verarbeitet, so wie das aussieht. Ja, super, super schön gemacht. Ich setze den hier nochmal drauf. Tock. Da hört man auch, wie stark das geht. Also die Gefahr, dass das Ding abgeht während der Fahrt, ist, glaube ich, nahe null. Ich werde es trotzdem mit etwas Tape sichern, weil
Ich möchte nicht schwimmen gehen, um dieses Teil irgendwann da rauszuholen. Auch wenn das sehr wahrscheinlich wohl oben schwimmt, weil da ist Schaumstoff drin, wie man sieht. Muss ich das jetzt nicht unbedingt haben. Also optisch ist das richtig cool. Das ganze Ding nennt sich, ich habe ja auch schon mal ein bisschen gegoogelt, das ist eine Haube, das ist ein Cat, also ein Katamaran, weil es zwei Rümpfe hat, einen rechts, einen links. So, echt ein hübsches Teil. Freue ich mich drauf, das zu fahren. Wird wahrscheinlich Samstag werden. Vorher kriege ich das zeitlich einfach nicht hin. Aber echt ein hübsches Teil. So, das war mein Unboxing-Video von einem Boot, was Neues bei der Silver Rossi. Aber ganz fertig bin ich denn doch noch nicht. Ich habe noch was vergessen. So, wieder fixiert. Ich habe mein Maßband mal mitgebracht, um mal einmal ein paar Maße durchzugeben. Und zwar Länge 70 cm bis zur Schraube von vorne. Und die Rumpflänge liegt bei ja, 64,5 etwa. Ja. Die Breite, das ist so blöd zu messen. Etwa 23, 4, ja, sagen wir 24 cm breit an der Hinterseite und vorne 21, 22 cm. Ja, die Höhe ist jetzt nicht so interessant. Ich mache es trotzdem mal eben. Hier an der höchsten Stelle sind es ungefähr 15 cm. Gewicht ohne Akku würde ich sagen ungefähr Kilo, anderthalb Kilo. Vielleicht auch, ja, zwei sind das nicht. Anderthalb Kilo würde ich sagen, wiegt der. Ja, Verkaufspreis für das Ding liegt, glaube ich, bei 449 Euro. Ja, demnächst bei Spielzeug-Abend zu haben, wollen wir mal schauen. Besten Dank fürs Zuschauen. Wünscht mir Glück und packt die Badehose ein. Mehr kann ich nicht sagen. Ciao, ciao.